أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم. في نحرها، في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hat Allah Azza wa Jal uns die großartige Gnade erwiesen, liebe Geschwister, dass wir einander nochmal sehen dürfen und dass wir uns hier versammelt haben in eines der besten Plätze, die Allah Azza wa Jal am meisten liebt. Und das ist die Moschee, ein gesegneter Ort, den Allah subhanahu wa ta'ala mit Barmherzigkeit erfüllt, und die Engel steigen soeben herab und umschirmen uns mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, so dass jeder auch jetzt, der aufrichtig hierher gekommen ist, eine innere Ruhe in seinem Herzen spürt. Und das ist wahrlich eine großartige Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dieses schöne Gefühl gibt, damit wir einmal einen Geschmack an der Rechtleitung bekommen können. Wie viele Leute, ja, es sind sogar Millionen und Milliarden, kennen diese Ruhe im Herzen nicht, obwohl sie alles besitzen, was man auf dieser Welt nur besitzen kann. Möge Allah Azza wa Jal uns durch den Islam reich machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht anders sterben lassen, denn mit einem aufrichtigen Glauben zu ihm. Liebe Geschwister, ein wunderschönes Thema, was wir heute inshallah ta'ala für euch vorbereitet haben. Und ich hoffe und ich bitte die Geschwister, dass sie mir eine Stunde ihrer Zeit schenken, aufmerksam sind mit ihren Ohren und mit ihrem Herzen, damit wir einen fantastischen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala studieren können. Und es ist der Name Al-Hakim, den ich heute mit euch in dieser wenigen Zeit, die wir noch haben, liebe Geschwister, besprechen können. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Viele haben diesen Namen schon gehört, aber viele werden sagen, das ist halt Arabisch. Wer versteht schon etwas von der arabischen Sprache? Deswegen hat man sich nicht weiter darum gekümmert, was dieser Name bedeutet. Aber ich sage euch eins, liebe Geschwister, das Schönste ist, dass du dich mit dem Koran beschäftigst. Die Gelehrten sagen, der Vorzug von den Wörtern Allahs im Koran über alle anderen Wörter, alle andere außer Allah, ist wie der Vorzug von Allah gegenüber der Schöpfung. Allahu Akbar. Willst du dich nicht endlich mit dem Koran beschäftigen? Das ist eine Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht jedem gibt. Wenn einer von uns heute einen Brief bekommen würde von seiner Liebsten in einer Sprache, die er nicht versteht, er würde durch die gesamte Welt reisen, nur um sich diesen Brief übersetzen zu lassen. Wann hast du den Koran übersetzen lassen? Sogar gibt es den Koran in zwei afrikanischen Dialekten, liebe Geschwister. Eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, als ob er uns sagen möchte, ihr habt keinen Beweis vor mir am Tage der Auferstehung. Das Wissen ist zu euch gekommen. Wir können den Koran auf Türkisch lesen. Wir können ihn auf Albanisch lesen. Das heißt, die Leute, wir nicht. Auf Türkisch, auf Albanisch. Wir können den Koran in deutscher Sprache lesen. In jeder Sprache fast kriegst du den Koran, liebe Geschwister. Und so kann niemand mehr sagen, diese Religion ist für Araber, ich habe eh nichts verstanden, dann kann ich auch nicht für das belangt werden, was ich nicht verstanden habe. Doch Allah hat es dir ermöglicht, dass du den Koran in deiner eigenen Sprache lesen kannst. Möge Allah Azza wa Jal diese Wörter in unsere Herzen eingehen lassen und uns danach leben lassen. Was bedeutet das Wort Al-Hakim, liebe Geschwister? Die Gelehrten sagen, Al-Hakim fi khalqi wa amri wa ta'limi wa man'i.
Er ist der Allweise, wenn er jemanden erschafft. Wenn er etwas erschafft, dann erschafft er diese Sache nicht anders denn außer mit Weisheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas befiehlt, so befiehlt er diese Sache mit voller Weisheit. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah azza wa jal uns eine Sache vorenthält, indem er sie uns nicht gibt, so ist dieses ebenfalls mit seiner Weisheit al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sagen, al-Hikma fi dhalik wal-Adl at-Tam. Allah subhanahu wa ta'ala hat die vollständige Hikma, indem er gerecht ist. Und diese Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala ist absolut, liebe Geschwister. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Lasst uns versuchen, diesen Namen mit unserer heutigen Zeit zu verstehen. Warum gibt es dieses Leid auf dieser Welt? Warum? Warum gibt es Ungerechtigkeiten gegenüber den Schwachen und den Armen? Warum werden Muslime auf der gesamten Welt abgeschlachtet? Warum fließt das Blut der muslimischen Frauen und Kinder? Dieses sind Fragen, liebe Geschwister, die jeder einmal sich gestellt hat und vielleicht sich sogar immer noch stellt. Aber wenn wir nicht die Antworten auf diese Frage kennen, dann werden wir nicht wissen, warum die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er entscheidet darüber, wie diese Welt funktioniert, liebe Geschwister. Ja, sogar stellen manche von uns sich vielleicht die Frage, ist Allah gerecht? Wal-iyadu billah. Eine gefährliche Frage. Und du solltest aufpassen, wie dein Denken gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und andere, liebe Geschwister, haben sogar wirklich eine schlechte Meinung über Allah und sie fangen an, Allah subhanahu wa ta'ala zu hassen, ihren Schöpfer. Jeder sollte erst einmal wissen, nichts passiert von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt hat, außer mit seiner Erlaubnis. Und jede Sache geschieht mit seiner Weisheit, liebe Geschwister. Das bedeutet, mit seiner Erlaubnis und mit seiner Weisheit. Nichts in dieser Welt passiert, außer dass Allah Azza wa Jal es schon vorher bestimmt hat, dass es passiert. Subhanallah al-Azim. Kennt Allah Azza wa Jal nicht jede einzelne Bombe, die über den Köpfen seiner gläubigen Diener fällt? Kennt Allah nicht jeden Ungerechten und jeden, dem Unrecht angetan wurde? Kennt Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht? Hört diese großartige Aya, wenn wir sie doch nur verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Und er besitzt die Schlüssel des Verborgenen, niemand kennt sie, außer er, subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Und Allah weiß, was sich auf dem Festland und auf dem Meer abspielt. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Und kein Blatt fällt vom Baum, außer dass Allah es kennt. Ganz gleich welche Größe, ganz gleich welche Farbe, ganz gleich welche Art, ganz gleich, ob es vom Herbst oder einer anderen Jahreszeit ist, Allah kennt dieses Blatt. Allahu Akbar. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ. Und kein Korn in der finsteren Erde, in der Erde, die voller Finsternis ist, liebe Geschwister, und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Außer, dass es in einem deutlichen Buch verzeichnet ist. Wo hat Allah subhanahu wa ta'ala alles niederschreiben lassen? Auf? Lauhul Mahfuz, der wohlverwahrten Tafel. Ahsantu. Allah subhanahu wa ta'ala weiß somit über jede Sache Bescheid, die passiert. Unrecht, Allah weiß darüber Bescheid. Gewalt, Allah weiß darüber Bescheid. Allah azza wa jal, er hat diese Sachen erschaffen mit seiner Erlaubnis. Und er bestimmt, was er bestimmen möchte. Und dieses mit seiner vollen Weisheit. Liebe Geschwister, wie es in einer Überlieferung heißt, Inna awwala ma khalaq Allah al-Qalam. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, war der Stift,
der Schreibstift. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist derjenige, der schreiben lässt, was er möchte. Er sagte zu diesem Stift, uktub, schreib. Dann sagte der Stift, wa madha aktub, was soll ich schreiben? Hat Allah ihm nicht vorgegeben, was er schreiben soll. Doch Allah sagt zu ihm, maqadira kulli shay hatta taquma as-sa'a, schreib alles, was passieren wird, bis zur Stunde. Ja, dass wir heute alle hier sitzen in diesem Raum und manche sich kratzen und andere nicht. Allah hat es bereits niedergeschrieben. Ewallah. Das ist das Wissen von Allah. Und derjenige, der mir jetzt sagt, wie viele Jahre bevor Allah uns erschaffen hat, hat er alles niederschreiben lassen. Inshallah, er bekommt ein Geschenk, aber nicht von mir, von der Idara, inshallah. Na, tfadal. 50.000 Jahre, Safet, gebt ihr ihn. Inshallah, bum bum, und ich relativ. 50.000 Jahre, bevor Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, bevor Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit erschaffen hat, hat er schon alles niederschreiben lassen. Allahu Akbar. Wer versteht dieses, außer jemand, der versucht, Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen. Und wallahi, man ist verwundert, liebe Geschwister, über Menschen, die behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache einfach so geschehen lässt, ohne dass dieses mit seiner Weisheit geschieht. Man ist verwundert über diese Menschen. Und mittlerweile sind es Muslime, die so etwas behaupten. Du fragst eine Person, warum gibst du deinem Kind Taschengeld? Er sagt dir, weil ich weiß, dass er damit umgehen kann. Dann fragst du dieselbe Person, warum hast du dein Kind bestraft? Dann sagt er, damit mein Kind aus diesem Fehler lernt. Dann fragst du, warum, als dein Freund zu dir gekommen ist und dich nach Geld gefragt hat, hast du ihm nichts gegeben. Er wird dir sagen, weil ich weiß, wenn ich ihm Geld gebe, dann wird er damit Drogen kaufen. Subhanallah. Das heißt, wenn ein Mensch gibt und nicht gibt und bestraft und nicht bestraft, dann macht er dieses mit einem Grund. Dieses ist seine Weisheit. Wollen wir dann behaupten, dass der Herr der Menschen, Allah, etwas ohne Weisheit macht? Subhanallah. Du selber hast doch Weisheit hinter deinen Taten. Außer du bist ein Majnun. Es gibt Majanin, die machen etwas ohne Weisheit. Aber ein Akel, einer, der Verstand besitzt, tut dieses nicht, liebe Geschwister. Gepriesen sei Allah, dass wir behaupten, Allah hätte keine Weisheit hinter dem, was er geschehen lässt. Und damit jemand Weisheit hat, braucht er Wissen. Und Allah Azza wa Jal, er besitzt das vollständige Wissen. So sagt er uns subhanahu wa ta'ala im Koran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Würden wir diese Ayah nur verstehen, und vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, aber sie ist gut für euch. Weisheit? Ewallah. Und vielleicht mögt ihr eine Sache, aber sie ist schlecht für euch. Allah weiß. Ihr aber armen Geschöpfe, ihr wisst nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer authentischen Überlieferung, liebe Geschwister, Inna Allah ta'ala la yahmi abadahu al-mu'mina dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum الطعام والشراب تخافون عليه. Allahu Akbar. Wahrlich, Allah, der Erhabene, er bewahrt aus seiner Liebe heraus, merkt euch diese drei Wörter, aus seiner Liebe heraus bewahrt er seinen gläubigen Diener vor der Dunya. Die Dunya, die so viele Versuchungen beinhaltet. Er bewahrt seinen gläubigen Diener vor der Dunya, so wie ihr eure Kranken nicht alles zu essen und zu trinken gebt, aus Angst um sie. Mal angenommen, du hast eine Mutter, die ist zuckerkrank. Wirst du ihr alles zu essen und zu trinken geben? Wenn du auf das Erbe scharf wirst, dann ja. Aber ansonsten nein, richtig? Du wirst ihr nicht alles zu essen und zu trinken geben. Warum? Weil du Angst um sie hast. Denn eine kleine Sache, die sie fälschlicherweise isst, könnte sie umbringen. Und Allah bewahrt so seinen gläubigen Diener davor, etwas zu besitzen, was ihn krank macht, was sein Herz krank macht, was ihn dazu bringen könnte, sich vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abzuspalten, liebe Geschwister. Es kann sein, damit wir diesen Hadith jetzt übersetzen, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden Geld gibt
Und diese Person, obwohl er so viel Risk, so viel Geld von Allah bekommen hat, sein Herz ist ruhig dabei und er nutzt es nur für das Gute. Sehen wir nicht, Leute? Die geben nur Geld aus, um Moscheen aufzubauen, um Krankenhäuser aufzubauen. Sie geben nur Geld aus für das Gute. Liebe Geschwister, warum? Allah weiß, dass diese Person mit Geld umgehen kann. Allah weiß das. Und diese Person, du siehst, er gibt und gibt und gibt. Und Allah Azza wa Jal gibt ihm noch mehr. Man ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. Und wer ist es, der Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes, ein schönes Darlehen gibt? Das bedeutet hier, dass du Allah subhanahu wa ta'ala eine Sadaqa gibst. Ist Allah arm? Gepriesen sei Allah. Allah möchte, dass er sieht, dass wenn er dir Gnaden gibt, dass du mit den Gnaden so umgehst, wie er es liebt, subhanahu wa ta'ala. Wer gibt Allah eine gute Sadaqa, so dass er sie vermehrt? Das bedeutet, lieber Bruder und liebe Schwester, für dich, wenn du etwas auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala spendest, nicht nur, dass Allah dir das Geld zurückgeben wird. Subhanallah. Abu al-Bara, hast du dich versprochen? Wallahi, nein. Allah wird dir das Geld zurückgeben. Ich habe 5000 Euro gespendet, Allah wird dir die 5000 Euro zurückgeben. Wann? Sei geduldig. Ich habe meinen Kindern beigebracht, dass wenn sie etwas spenden, dann werden sie mehr bekommen. Und jetzt fragen sie mich immer, wann kriegen wir das? Ich sage, seid geduldig. Die Kinder wollen immer sofort eine Lösung. Sagt man, darf ich spenden mit der Absicht, dass Allah mir noch mehr gibt? Ja. Allahu Akbar. Darf ich so mit dieser Absicht spenden? Spende mit dieser Absicht, denn du vertraust hier voll auf Allah. Und derjenige, der etwas spendet auf dem Wege Allahs, ganz gleich, ob er eine Moschee baut, ganz gleich, ob er ein Krankenhaus baut, ganz gleich, ob er denjenigen hilft, die sich überall auf der Welt auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala befinden, so wird Allah dir das Geld zurückgeben, was du investiert hast, und er gibt dir den 700-fachen Lohn. Nein, sogar manchmal so viel Lohn, ohne zu rechnen. Allahu Akbar. Du hast das Geld gegeben im Voraus. Das ist so, als ob du etwas im Voraus gibst. Aber du weißt ganz genau, nach 3 Wochen kriege ich es wieder. Allah hat dir nicht die Zeit gesagt, wann er es dir zurückgibt, aber du wirst es zurückbekommen. Sa'd ibn al-Jumahi, radiyallahu anhu arda, er war damals in der Zeit von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, als Khalif eingesetzt. Und Sa'd, er war bescheiden, er wollte nichts von dieser Dunya, liebe Geschwister. Sogar hat er darauf verzichtet, dass er als Amir bezahlt wird von Baytul Mal, von der Staatskasse. Aber Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, er hat darauf gepocht, denn von irgendetwas musste dieser Mann leben. Sa'd ibn al-Jumahi, eines Tages, er nahm den Genfbeutel von Umar ibn al-Khattab und dann ging er zu seiner Frau und er sagte zu ihr, wollen wir das Geld nicht jemandem geben? Wenn wir es brauchen, wird er es uns wieder zurückgeben? Sie hat nicht verstanden, was er gesagt hat. Sie hat gesagt, natürlich, wenn wir es brauchen, dann, wenn er es uns zurückgibt, dann habe ich kein Problem damit, dass wir dieses Geld vergeben. Er sagte, wir geben es Allah. Allahu Akbar. Und er war arm, aber die wussten, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen das Geld zurückgeben. Warum? Weil Allah azza wa jal dir das versprochen hat. Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen gibt, sodass Allah es vervielfacht? Vervielfacht, du kriegst das Geld zurück, was du gespendet hast, und zudem noch schreibt Allah subhanahu wa ta'ala dir die Tat in Gut. Allahu Akbar. Frage, was hast du verloren bei diesem Geschäft? Du riskierst nur eine einzige Sache, dein Glauben. Glaubst du an Allah richtig? Hier zeigt sich, ob wir an Allah richtig glauben, durch die Spende, liebe Geschwister. Denn du wirst nur spenden, weil du einen Glaube an Allah hast. Und du wirst nur spenden, weil du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust. Das Spenden ist eine Sache, die umfasst deine gesamte Religion. Von Iman Billah, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, über Tawakkul an Allah, dass du auf Allah subhanahu wa ta'ala richtig vertraust, über eine Tat, die du im Sinne des Islam machst. Was für eine großartige Tat. Möge Allah azza wa jal uns unter den Spendenden machen. Allah weiß, es gibt Leute, die spenden, so viel sie können. Abdurrahman ibn Auf, Allah hat ihnen so viel Vermögen gegeben. Abdurrahman ibn Auf hat gesagt, wenn ich einen Stein hochgehoben habe, von den Steinen, so habe ich darunter Riss gefunden. Allah hat ihn versorgt. Was hat aber Abdurrahman ibn Auf mit dem Geld gemacht? Er hat gespendet auf dem Wege Allahs. So wie Uthman, radiyallahu anhu arda. Als er 1000 Dinar einmal gespendet hat, hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, was kann Uthman nach dieser Spende überhaupt noch passieren?
Allahu Akbar. Was kann ihm noch passieren? Sozusagen, er ist durch. Allahu Akbar. Stell dir vor, dass du eine kleine Spende tätigst, aber in voller Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah kann deine Tat so groß machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei An-Nasa'i, manchmal spendet der Diener einen Dirham, und Allah bewertet es wie jemand, der 100.000 Dirham gespendet hat. Dieser, der einen Dirham gespendet hat, ist besser als einer, der 100.000 Dirham gespendet hat. Warum? Der Reiche, der gibt von links und rechts und er verliert nichts daran. Aber der Arme, er braucht richtig Tawakkul ala Allah. Wenn er weiß, er hat nur 10 Euro für den gesamten Monat, stellt euch vor, dann gibt er 5 Euro davon. Das ist viel Geld. Das braucht hier richtiges Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns richtiges Vertrauen in unsere Herzen einlegen. Liebe Geschwister, aber ein anderer, er bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala kein Geld. Warum? Weil Allah weiß, diese Person würde nur Schlechtes damit machen, weil er nicht mit dieser Gnade Allahs umgehen kann. Hat Allah ihm hier etwas Gutes getan? Nein, Allah hat ihm diese Gnade zurückgehalten. Nicht, weil Allah ihn nicht liebt. Nein, im Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala liebt ihn. Denn diese Person, wenn er Geld bekommt, dann wird dieses Geld zu einer Fitna für ihn. Zu einer Versuchung. Allahu Akbar. Und wir sehen das, liebe Geschwister. Einer kommt auf dumme Gedanken. Wenn er arm wäre, hätte er diese Sünde nicht gemacht. Aber sobald er etwas Geld in der Tasche besitzt, dann siehst du, dass er in die Spielhalle geht. Dann siehst du, dass er in die Diskothek geht. Dann siehst du, dass er in das Bordell geht. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Muslime recht leiten. Das deswegen, weil sie Geld bekommen haben, mit dem sie nicht umgehen konnten, liebe Geschwister. Wenn Allah Azza wa Jalla dir das trotzdem gibt, obwohl du nicht damit umgehen kannst, dann mach ein dickes Fragezeichen, ob Allah für dich das Gute oder das Schlechte will. Subhanallah. Für beide ist das jeweils gut, was sie bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah azza wa jal die Herzen am besten kennt, liebe Geschwister. Einmal, und so waren die Salaf-Gelehrten, radiyallahu anhum wa rahimullah ta'ala, einmal sagte Shayban al-Ra'i, rahimullah ta'ala, zu Sufyan. Er sagte zu ihm, ja Sufyan, udda man Allahi ilayk, ata'an minhu lak, fa innahu lam yamna'k. Buchlan, innama mana'aka lutfan. O Sufyan, zähle das, was Allah dir nicht gegeben hat, als etwas, was er dir gegeben hat. Denn er hat dir dieses nicht aus Geiz vorenthalten, sondern aus seiner Gunst heraus. Haben Sie die Sache verstanden? Ey Wallah. So haben die Salaf-Gelehrten diese Religion verstanden, liebe Geschwister. Das bedeutet, alles, was Allah für dich vorherbestimmt hat, das musst du lernen. Ist gut oder schlecht für dich? Ist gut für dich. Auch wenn manchmal der Geschmack für diese Sache bitter ist, weil Allah dich damit prüft, aber der Ausgang ist süßer als Honig, wenn du belohnt wirst dafür. Allahu Akbar. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Wer sagt mir, für welche Sache war Sa'd ibn Abi Waqqas bekannt? Er war der Onkel des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Welche Eigenschaft hatte Sa'd, die wir uns alle wünschen würden? Wer weiß das? Tfaddal, Achi. Sehr gut. Sein Dua war bei Allah angenommen. Wenn Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu Dua gemacht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Herrn, dann hat Allah dieses Dua sofort umgesetzt. Allahu Akbar. Möge Allah unser Dua zu jeder Zeit annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den gläubigen Diener machen, die Dua nur für das Beste machen. Nicht, dass du Dua machst, ja Allah, gib mir PlayStation 4. Na, wir haben das, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Als dieses neue Gerät rauskam, wir haben gesehen, subhanallah, Muslime, die haben Tawaf gemacht, aber nicht um die Kaaba, um Mediamarkt, bis es aufgemacht hat. Die haben die ganze Nacht verweilt, nur damit sie am nächsten Tag diese PlayStation kaufen. Schaut mal, in welchem Zustand wir uns befinden. Sa'd ibn Abi Waqqas, er kam nach Medina, in die Stadt Al-Medina. Und er war in dieser Zeit blind. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das Augenlicht genommen. Dann haben die Sahaba radiallahu anhum zu ihm gesagt, Anta mujab da'wa, du bist derjenige, dessen Bittgebet Allah subhanahu wa ta'ala erfüllt. Sag,
Sprich zu Allah. Sag ihm, ja Allah, gib mir mein Augenlicht zurück. Und du wirst es doch bekommen. Du willst doch sehen, was in dieser schönen Welt passiert. Mach Dua zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Da sagte Sa'd ibn Abi Waqqas, weil er mehr verstanden hat als diese Leute. Weil er mehr verstanden hat als diese Leute. Er sagte, Qada'ullahi. Qada'ullahi ta'ala ahabbu ilayya min basari. Allahu Akbar. Die Bestimmung Allahs, dass er mich blind gemacht hat, ist mir lieber als mein Augenlicht. Allahu Akbar. Er hat Geduld gezeigt, weil er wusste, Allah macht nichts ohne Weisheit. Was hatten diese Leute für einen Glauben? Allah macht nichts außer mit seiner Weisheit. Und Sa'd ibn Abi Waqqas wusste das. Wenn ich das Augenlicht habe, obwohl Allah was anderes für mich bestimmt hat, nein. Dann möchte ich hier geduldig sein und abwarten, denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie ihr wisst, wenn er von seinem Diener die zwei Liebsten nimmt, was sind die zwei Liebsten? Die Augen, so verspricht Allah für diese Person, was das? Paradies, Al-Jannah. Allahumma rizukna Al-Jannah. Subhanallah. Manchmal wirst du geprüft mit einer Sache, aber was daraus resultiert, ist viel besser für dich und lohnender für dich als die Prüfung selber, liebe Geschwister. Weiß Allah denn nicht besser als du, was für dich gut ist und was nicht? Und wer hat diesen Glauben außer die Gläubigen, liebe Geschwister? Subhanallah. Wir haben von einem Fall gehört. Eine Frau, eine Nicht-Muslima, ihre Tochter oder ihre Nichte ist gestorben. Tut einfach nicht zur Sache. Ihre Tochter oder ihre Nichte ist gestorben. Daraufhin hat sie 9 Kirchen angezündet. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn man nicht versteht, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann denkt man, ich räche mich an Allah. A'udhu billah. Und es gibt Leute, wenn Allah sie prüft in ihrem Leben, dann sagen sie, jetzt werde ich erst recht sündigen, ich werde es Allah heimzahlen. A'udhu billah. A'udhu billah. Vor diesen Leuten, die ein verdorbenes Herz haben, diese Ärmsten wissen nicht, dass sie wen nur schaden. Na? Sich selber, denn Allah subhanahu wa ta'ala kannst du nicht schaden. Wallahi, wenn du das reinste Herz hättest, wie das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, so könntest du Allah in seiner Herrschaft nicht reicher machen. Und wenn du das schlimmste Herz hättest, wie Pharaon oder Assad, möge Allah ihn verdammen, so müsstest du wissen, als Muslim, als gläubiger Muslim, du wirst Allah azza wa jal nicht schaden können. Der Einzige, den du schadest, bist du selber. Subhanallah. Wenn wir doch nur wissen würden, liebe Geschwister. Es kann sein, dass ein Gläubiger immer viel von seinem Geld spendet, wie wir gehört haben. Und trotzdem nimmt Allah subhanahu wa ta'ala aber ihm sein Geld. Eine Person hat nur Gutes mit dem Geld gemacht und trotzdem nimmt Allah ihm sein Geld. Darf der Gläubige fragen, ja Allah, warum nimmst du das Geld von mir? Antwort, nein. Obwohl er nur Gutes mit dem Geld gemacht hat, ja. Denn die Herzen werden schwach, liebe Geschwister. Es kann sein, dass du heute Gutes machst, morgen aber das Schlechte. Und wer weiß das? Über die Herzen haben wir nicht viele Leute gesehen. Die sind in die Moscheen gekommen. Gerade in Zeiten von Ramadan. Und es war eine gesegnete Stimmung. Und du hast gesehen, dass ihre Augen förmlich aufgeleuchtet haben. Sogar hast du manchmal gedacht, der Mond ist in ihren Augen enthalten. Aber subhanallah al-azim, nach einer Weile wurden sie schwach und sie haben ein schlimmeres Leben gelebt als vorher in der Zeit der Jahiliyyah. Allah, er kennt die Herzen und er weiß, solange du nicht aufrichtig bist und an der Sache Allahs festhältst, wird Allah azza wa jal dich nicht befestigen. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ Subulana. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg abmühen, so werden wir sie unsere Wege leiten. Allah wird dich befestigen. Warum? Weil Allah sieht, dass du jeden Tag etwas für die Religion Allahs machst. Aber diejenigen, die heute etwas machen und dann 3 Wochen sozusagen Sommerurlaub machen, dann fahren sie nach Mallorca, Ballorca, Talorca, überall in diese Orte, sagen, ich möchte erstmal Urlaub machen und dann mache ich weiter. Nein, dein Herz ist krank. Du musst immer weitermachen und durch dieses Weitermachen stärkt Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz. Du darfst nicht nachlassen. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Hätten sie aber nur weiter fortgefahren in dem, wozu wir sie aufgefordert haben, dann wäre es besser für sie und stärker für ihren Glauben. Allahu Akbar. Hier hast du den Beweis. Wenn du weitermachst und durchhältst und es ist schwer und bitter manchmal, die Religion richtig zu praktizieren,
praktizieren, weil du Probleme mit der Gesellschaft bekommst, mit den Eltern bekommst, mit den Freunden bekommst, aber du hältst trotzdem fest am Wege Allahs, so sei dir sicher, Allah Azza wa Jal ist nicht geizig im Belohnen. Möge Allah uns die höchsten Stufen im Paradies geben. Liebe Geschwister, wir dürfen niemals schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denken, sondern der Gläubige weiß, Allah Azza wa Jal macht alles mit seiner Zufriedenheit. Daher sagt der Gläubige, ich bin mit dem zufrieden, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Allahu Akbar. Einmal kam ein Sheikh, Muhammad Hussein Yaqub, Hafidullah, aus Ägypten. Er ging einen Kranken besuchen im Krankenhaus. Und der Kranke hat sehr gelitten. Und es schien so, als ob er vielleicht sterben wird. Dann sagte der Sheikh zu ihm, was wünschst du dir, gesund zu werden oder krank zu sein? Was denkt ihr, hat dieser Mann gesagt? Na, gesund zu werden. Der Mann hat geantwortet, ich wünschte mir, gesund zu werden. Er sagt, du hast die falsche Antwort gegeben, der Sheikh. Du hättest sagen müssen, was Allah lieber ist, ist mir lieber. Was Allah lieber ist, ist mir lieber. Das haben wir doch gelernt, liebe Geschwister. Deswegen sagte einer der größten Gelehrten, und diesen Satz sollten wir mit Gold aufschreiben, tätowieren in unsere Herzen. Er sagte, an ta'lam annaka mamluk li hakim, dass du weißt, dass du einem Allweisen gehörst. Ganz gleich, was in deinem Leben passiert, du weißt, dieses passiert nur aus Grund der Weisheit, liebe Geschwister. Und das ist für einen Gläubigen, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Das fängt bei den kleinsten Dingen an. Zum Beispiel, du bist auf der Straße und auf dem Weg zur Arbeit wirst du aufgehalten. Man sieht den Grund hier für diese Sache durch was? Durch die blockierte Straße. Nein, Allah hat dieses so bestimmt. Und das ist gut für dich. Subhanallah, so eine kleine Sache, ja, du kommst zu spät zur Arbeit, es ist gut für dich. Wo ist die Weisheit? Allahu a'lam. Aber es ist gut für dich. Was Allah bestimmt hat, wird sowieso passieren, ob du fluchst oder schreist oder alles kaputt schlägst. Allah Azza wa Jal wird diese Sache nicht rückgängig machen. Deswegen siehst du manchmal eine Person, ihm ist was im Leben passiert, der möchte sich einfach auskloppen. Der möchte einfach etwas tun. Dann sieht er eine arme Oma auf der Straße und gibt ihr einen Box. Da einfach nur, um sich zu entlasten von seinem Problem. Subhanallah al-Azim. Aber was hat diese Person nicht verstanden? Egal wie sehr du fluchst, egal wie sehr du schreist, Allah wird sein Qadr nicht rückgängig machen. Du kommst nach Hause, deine Wohnung brennt, sag Alhamdulillah. Denn wenn du im ersten Moment sagst Alhamdulillah, dann wird Allah Azza wa Jal dir etwas Besseres geben als das, was du verloren hast. Allahu Akbar, das ist unsere Religion. Das ist unsere Religion. Warum? Weil du einfach nur ein paar Dinge, einfache Dinge lernen musst und du lebst so viel zufriedener in deiner Religion. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, min sa'adat ibn Adam ridahu bima qada Allahu lah. Zu der Zufriedenheit des Menschen gehört es, dass er damit zufrieden ist, was Allah für ihn bestimmt hat. Allahu Akbar. Und zum Elend gehört von diesem Menschen, dass er damit unzufrieden ist, was Allah für ihn bestimmt hat. Allah Azza wa Jal wird dir Unzufriedenheit in deinen Herzen einlegen. Warum diese Prüfung auf der gesamten Welt? Gibt es dahinter auch eine Weisheit? Wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass nichts geschieht, außer mit der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses ist wahrlich gut für einen Gläubigen, auch wenn ihm dieses wie eine Strafe vorkommt. Und ihr kennt das. Manch einer, er sitzt manchmal und sagt, Subhanallah, ich wurde von hier und dort geprüft. War das jetzt eine Strafe von Allah? Oder war das eine Prüfung? Wir kommen gleich dazu, liebe Geschwister. Aber du solltest wissen, niemand wird Geduld zeigen können bei so einer Prüfung, wenn er kein Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala hat. Du wirst es nicht kennen. Wenn du kein Wissen über Allah hast, dann wirst du keine Geduld aufbringen können. Und die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala haben Ziele, liebe Geschwister. Unter ihnen drei Ziele, die wir alle lernen sollten. Und es ist so wichtig für uns, denn wir werden geprüft werden in diesem Leben. Das ist ein Versprechen. Die erste Sache, warum Allah azza wa jal uns prüft, liebe Geschwister, der erste Punkt ist At-Tamhis. Bedeutet die Prüfung. Allah möchte wissen, und er weiß es am besten, subhanahu wa ta'ala, ob wir wahrhaftig sind oder Lügner. Wenn wir sagen, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und ohne dieses Glaubensbekenntnis kommt niemand
zum Islam, dann will Allah prüfen, nachdem wir jetzt gesagt haben, wir glauben, ob dieses lediglich ein Lippenbekenntnis war oder ob dieses mit Wahrhaftigkeit in unseren Herzen vollzogen wurde. Das ist der erste Punkt. Deswegen prüft Allah subhanahu wa ta'ala uns. Er sagt subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ankabut, أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, sie haben es ausgesprochen. Wir glauben, du hast es auch ausgesprochen, als du gesagt hast, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Wir glauben, dass wir sie nicht prüfen werden. Allahu Akbar. Warum, ja Allah? Warum willst du uns prüfen? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah sagt uns, wir werden euch so prüfen, wie wir diejenigen, die vor euch waren, geprüft haben. So wird Allah diejenigen erkennen, die wahrhaftig sind, und er wird die Lügner erkennen. Möge Allah uns unter den Wahrhaftigen schreiben. Die Lügner sind alle im Höllenfeuer, liebe Geschwister. A'udhu billah. Allah möchte mit dieser Prüfung, die er dir auferlegt, sehen, ob du wahrhaftig bist oder ein Lügner bist. Warum? Du hast gesagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Natürlich, hier, gerade in diesem Land, hat das Konsequenzen, liebe Geschwister. Wenn einer den Islam annimmt und er fängt an, sich äußerlich zu verändern, und er hört auf, Drogen zu nehmen, und er hört auf, eine Freundin zu haben, und er geht nicht mehr in die Diskothek, und er lässt den gesamten Alkohol, dann ist er hier in dieser Gesellschaft ein Terrorist. Allahu Akbar. Wenn er aber in die Disco geht und wenn er eine Freundin hat und wenn er diese Religion nicht als seine richtige Religion bezeichnet, dann ist er bei den Leuten geehrt. Dann ist er in dieser Gesellschaft geehrt. Und wir sehen das. Warum? Warum haben unsere Muslime Nachteile dadurch in der Schule, auf dem Arbeitsplatz? Nur weil sie die Religion Allahs richtig praktizieren. Was haben sie den Leuten angetan? Ist es nicht so, dass seitdem diese Menschen praktizierend geworden sind, auch ihr Wesen sich geändert hat? Sie gehen besser mit den Menschen um. Sie sind freundlicher. Sie passen auf, was sie tun. Vielleicht haben sie früher betrogen, jetzt tun sie es nicht mehr. Vielleicht haben sie früher gelogen gegenüber dem Chef, aber jetzt tun sie es nicht mehr. Denn sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Man will dieses nicht. Man will lieber Verbrecher haben. Ey wallah, und das sage ich mit voller Überzeugung. Mit voller Überzeugung, denn wir haben gesehen, dass viele Brüder und Schwestern, als sie praktizierend geworden sind, sie haben sich doch nicht zum Nachteil geändert. Plötzlich hieß es, das sind Terroristen. Wo ist euer Beweis? Wo ist euer Beweis für diese gewaltigen Wörter? Passt auf, was ihr sagt. Ihr werdet vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Wo sind diese Leute radikal geworden? Man hat nichts gesehen, außer dass er jetzt nicht mehr in die Disco geht. Damit habt ihr ein Problem. Walhamdulillah, für uns im Islam ist er ein besserer Mensch geworden. Er wallah, und das bezeugen wir. Wenn er nicht mehr in die Disco geht, für uns im Islam ist er ein besserer Mensch geworden. Wenn er keine Freundin mehr hat, sondern er heiratet lieber eine Frau im Halal, im Erlaubten, und er ist verantwortlich dabei, dann ist er für uns ein besserer Muslim geworden. Wenn er aufhört zu lügen und zu betrügen, dann ist er für uns Muslime ein besserer Muslim geworden. Er wallah. Manche Leute wollen ihn aber zu was machen? Zu einem Terroristen. Der ist abgestempelt. Dann kommt man sofort hin. Bist du Al-Qaida? Ein Deutscher fragt ihn, der weiß nicht, was er sagt. Aber er ist ein Medienopfer. Bist du Al-Qaida? Bist du ein Salafist? Er weiß nicht, was das Wort bedeutet. Er hat es aufgeschnappt aus dem Fernsehen. Und er weiß nicht, was es ist. Der Ärmste weiß nicht, dass Salaf nichts anderes heißt als Vorfahre. Ja, wer ist der Vorfahre von den, von Bani Israel, von den Juden? Sie sagen Moses, Musa a.s. Wer ist der Vorfahre von den Nasara? Sie sagen Jesus, und wir sagen wer? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ist das ein Problem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu Fatima radiallahu anha gesagt, Hadith ist bei Imam Muslim, authentisch. Er sagte, was für ein vorzüglicher Salafi ich für dich bin. Oh. Wer sich von diesem Weg freispricht, hat sich von wem freigesprochen? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sagen wir auch allen Muslimen, die mittlerweile infiltriert werden von Leuten, die den Kampf gegen den Islam schon angesagt haben. Wir wollen das Beste für die Menschen. Wenn wir in den Moscheen die Menschen erziehen, dann nur deswegen, damit diese Leute auch gesellschaftsfähig werden. Schaut mal, wie sie früher gesehen haben, wie sie früher gewesen sind. In Berlin, liebe Geschwister, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Jugendlichen sind. Die haben drei Sachen im Kopf. Sich zu prügeln, Frauen
zu nehmen, hinterher zu rennen und Alkohol zu trinken. Das ist alles. Damit beschäftigen sie sich von morgens bis abend. Wir wollen versuchen, mit Allahs Hilfe die Herzen dieser Menschen zu reinigen, indem wir ihnen zeigen, was ist der Weg der Rechtleitung, was ist der Weg des Lichtes. Und dann bezeichnet man uns als Leute, die Hass schüren. Wallahi, wo haben wir Hass geschürt? Nur weil wir sagen, der Islam ist die richtige Religion, ist uns das nicht erlaubt, das zu sagen. Die Juden sagen, unsere Religion ist die richtige. Die Christen sagen, unsere Religion ist die richtige. Und wir als Muslime sagen, die richtige Religion ist der Islam. Sagen wir das mit Beweis? Ey Wallah, inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Das hat wer gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sprechen nicht von unseren Gelüsten. Alles, was wir sagen, ist vom Koran und von der Sunna. Hat man jetzt ein gewaltiges Problem untereinander, weil man sagt, okay, du hast deine Religion, ich habe meine Religion. Wallahi, das ist überhaupt kein Problem eigentlich. Aber es gibt bestimmte Kräfte in diesem Land, die wollen Probleme schüren. Möge Allah azza wa jalla auch diese Leute rechtleiten. Denn die sind Masakin, die wissen nicht, der Kampf von Allah wurde ihnen schon angesagt. Und noch mehr, dass sie verlieren werden. Was hat Allah niedergeschrieben? لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Ich und meine Gesandten werden siegen. Allah hat den Sieg schon bestimmt. Wenn man dazugehören will, soll man sich für die richtige Seite entscheiden. Und das sagen wir laut. Wir sind keine Muslime, die sich verstecken mit ihrer Religion. Nein, wir wollen das Beste für die Menschen und wir wissen, das ist nur der Islam. Denn der Islam, er führt die Leute von der Finsternis zum Licht. Schaut mal, die Brüder, die zum Islam kommen. Auf jeden Fall hast du gesehen, wie sie sich geändert haben. Wallahi, du siehst ihre Augen leuchten. Du siehst, er hat vorher Allah subhanahu wa ta'ala nicht gekannt. Er wusste niemals, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Auf einmal sagt dieses saubere Herz dir, der Allah nicht vorher gekannt hat. Er sagt, ich möchte nur das tun, was Allah zufrieden macht. Allahu Akbar. Ich möchte nur den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Sag mir, wie er gegessen hat. Wallahi, manche Brüder kommen zu mir, die sagen mir, sag mir, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegessen hat. Sag mir, wie er das und das gemacht hat. Ich möchte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nur folgen. Das ist alles, was ich möchte. Subhanallah al-Azim. Sie kannten ihn vorher nicht, aber schaut mal, wie schnell Allah azza wa jal ihn Liebe in ihre Herzen gelegt hat. Warum? Weil diese Leute ab jetzt saubere Leute geworden sind. Weil Allah es liebt, die sauberen Leute zum Licht zu führen. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Hätte Allah in ihnen etwas Gutes gefunden, dann hätte er sie hören lassen, verstehen lassen, zu diesem Weg der Rechtleitung gerufen. Aber wenn Allah sieht, dass du nichts in deinem Herzen hast, walayyadu billah, dann kannst du Muhammad, Ibn Muhammad heißen und du wirst in das Höllenfeuer gehen. Möge Allah azza wa jal uns nur mit den Gläubigen versammeln. Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie nicht prüfen werden, wir werden sie prüfen, so wie wir auch die Vorigen geprüft haben, so wird Allah wissen, wer die Verhaftigen und wer die Lügner sind. Das bedeutet, du fängst an, in dieser Gesellschaft deine Religion zu praktizieren. Dann kommen ein paar Leute und manchmal sind es die Eltern, subhanallah al-Azim. Dann sagen die dir, das heißt, für die Leute, die kein Arabisch verstehen, nimm dein Bart ab. Ein Mädchen hat sich vorher nackt angezogen und ihren Körper präsentiert für Augen, für die es nicht erlaubt ist, diesen Körper zu sehen. Denn jedes muslimische Mädchen muss ihren Körper bewahren. Wallahi, Allah hätte sie auch behindert erschaffen können. Aber er hat ihr einen schönen Körper gegeben, nicht damit sie ihn präsentiert, damit sie ihn bewahrt. Und das ist eine Prüfung, dass wenn man einen schönen Körper hat, dass wenn man ein schönes Aussehen hat, dass man trotzdem dieses nur nutzt für die Dawah. Ey Wallah, Yusuf alayhi salam, einer der gewaltigsten Propheten. Wie hübsch war Yusuf alayhi salam. Es gibt Überlieferungen, aber auf jeden Fall, was authentisch ist vom Koran, liebe Geschwister, als die Frau, die Yusuf begehrt hatte, von den anderen Frauen kritisiert wurde, dass sie sich an einen Sklaven heranmacht, so hat sie gesagt, ich lade euch alle ein. Sitzt an diesem Tisch. Und sie hat ihnen allen Obst auf dem Teller gegeben und sie hatten Messer in den Händen. Dann hat sie Yusuf a.s. reinkommen lassen, damit sie den Frauen beweist, ich habe ihn nicht umsonst begehrt, denn schaut selber auf seine Schönheit. Als Yusuf a.s. reingekommen ist, dachten diese Frauen, er wäre wahrlich ein Engel. So wunderschön war er. Und so haben sie sich mit den Messern in den Fingern reingeschnitten, ohne dass sie es gemerkt haben. Yusuf a.s., er sollte verführt werden von einer Frau. Und er sagte, Ma'ad Allah,
Schütze mich, Allah. Schütze mich vor dieser Fitna, Allahu Akbar. Yusuf alayhi salam. Und er hätte hier das Abscheuliche tun können, aber er wollte es nicht. Dann hat man beschlossen, dass man Yusuf alayhi salam in das Gefängnis einsperrt. Und er hat darüber Bescheid gewusst. Er wusste, wenn ich jetzt mit dieser Frau das Abscheuliche tue, dann werde ich diese Gefängnisstrafe nicht bekommen. So sagte er ein Bittgebet zu Allah subhanahu wa ta'ala. As-sijnu ahabbu ilay mimma yad'unana ilay. Das Gefängnis ist mir lieber, ja Allah, als das, wozu mich diese Frauen rufen. Und die Gelehrten sagen, er hat zwischen 7 und 14 Jahren in dem Gefängnis gesessen. Aber als Yusuf alayhi salam zufrieden war mit der Gefängnisstrafe, hat Allah aus seinem Gefängnis ein Paradies gemacht. Allah hat ein Paradies gemacht. Wie können wir das verstehen? Allah hat dich zufrieden werden lassen. Wallahi, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann kannst du in einem Loch leben und Allah macht dich zufrieden in deinem Herzen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass du einfach nur gequält wirst von innen, du kannst alles besitzen auf dieser Welt. Es ist ein Hass für dich, jede weitere Sekunde zu leben. Warum? Allah kennt dein Herz. Allah kennt dein Herz. Allah kann dich mit so wenig zufrieden machen. Und das merkt ihr auch, wenn Männer verheiratet sind mit Frauen. Es gibt manche Männer, der schenkt seiner Frau alles. Der bringt ihr ein Porsche, ein Ferrari, Goldschmuck im Werte von Millionen. Und sie mag ihn gar nicht. Sie sagt ihm, du bist so oft zu Hause, geh mal ein bisschen raus, frische Luft schnappen. Sie mag ihn nicht. Aber ein anderer, ein ärmlicher, der nicht viel besitzt, er kommt mit einer Rose, die er vielleicht von einem fremden Garten gepflückt hat, weil er kein Geld hat. Er schenkt ihr das, sie ist so zufrieden in ihrem Herzen. Wer schenkt diese Zufriedenheit außer Allah subhanahu wa ta'ala? Ist es nicht Allah, der uns diese Zufriedenheit gibt? Möge Allah azza wa jal uns immer diese Zufriedenheit im Herzen geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit wenig in dieser Welt zufrieden sein lassen. Liebe Geschwister, warum? Die Gesellschaft, sie wird dich angreifen, sie wird dich attackieren. Warum? Weil du ab jetzt Muslim geworden bist. Und deswegen diese gefährliche Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt uns, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie dienen Allah nur am Rande. Am Rande, das bedeutet nicht richtig. Allah beschreibt diese Leute. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اُطْمَأَنَّ بِهِ. Wenn ihm etwas Gutes passiert, dann ist er zufrieden damit. Das bedeutet, er praktiziert seinen Islam und er ist zufrieden damit. So lange, bis Allah ihn prüft. Wenn er mit etwas Gutem geprüft wird, dann ist er zufrieden damit. Er sagt, ich bin Muslim. Alhamdulillah, wer soll über mich sagen, ich bin kein Muslim? Solange alles gut läuft. Aber jetzt kommt der Umkehrschluss. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Aber wenn er geprüft wird in seinem Leben, dann kehrt er auf seinen Fersen um und er geht nicht mehr Richtung Iman, Richtung Glaube, sondern er geht in Richtung Kufr, wal'iyadu billah. Allah sagt über diese Person, er hat die Dunya und die Akhira verloren. Das ist der deutliche Vers. Ey Wallah. Weißt du jetzt, warum Allah dich prüft mit der ersten Prüfung? Die erste Prüfung ist nur, ob Allah sieht, dass du wahrhaftig bist oder ein Lügner. Das ist die erste Prüfung. Wenn du diese nicht durchgehalten hast, dann gehörst du zu dieser Person. Und es gibt welche unter den Menschen, sie dienen Allah nur am Rande. Wenn ihn eine Prüfung trifft, dann möchte er unter der Erde laufen. Warum? Damit er bloß keine, was bekommt? Probleme. Möchtest du zu diesen Dienern gehören? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie verlieren die Dunya und die Akhira. Und wenn Allah von Verlust spricht, dann meint er nicht, dass du ein Kind verloren hast oder eine Frau verloren hast oder dein Vermögen verloren hast. Allah meint damit, du hast das Paradies verloren. Möge Allah uns bewahren. Das ist die erste Stufe der Prüfung des Glaubens. Wenn du das bestanden hast, kommt die zweite Stufe. Das bedeutet At-Tathir. Dass Allah Azza wa Jal dich von deinen Sünden reinigt. Allahu Akbar. Dieses, liebe Geschwister, passiert durch die Prüfung. Allah prüft dich so lange in deinem Glauben, bis er dich gereinigt hat. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ma yazalu al-bala bil-mu'min wal-mu'mina fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a." Der Gläubige, er wird so lange geprüft. Und auch die Gläubige, beide. Allah Azza wa Jalla ist gerecht. Der Gläubige und die Gläubigen, er wird so lange geprüft mit seinem Nafs, mit seiner Seele, mit seinem Mal, mit seinem Geld und mit seinem Wala, mit seinem Kind, bis Allah Azza wa Jalla diese Person vor sich hat, bis diese Person Allah Subhanahu wa Ta'ala trifft
und dann wird er ihm die gesamten Sünden vergeben haben. Allah hat ihn mit diesen Prüfungen in dieser Dunya gereinigt. Das ist alles. Tathir, Reinigung der Sünden. Allah prüft dich so lange, bis die gesamten Sünden von deinem Körper abfallen und dann stehst du vor Allah, deinem Herrn, ohne Sünde. Allahu Akbar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist Wissen, dass wir endlich Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Denn wir wissen, wir werden geprüft, Allah will uns reinigen, haben wir gesagt. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَ فِي الدُّنْيَا. Wenn Allah mit seinem Diener etwas Gutes vorhat, dann beschleunigt Allah die Strafe in der Dunya für diese Person. Subhanallah. Allah hat etwas Gutes vor mit dieser Person, wenn er seine Strafe beschleunigt. Ey Wallah. Wenn Allah mit seinem Diener etwas Gutes vorhat, beschleunigt er die Strafe in der Dunya. Du hast Sünden gemacht. Allah beeilt sich, dich damit zu bestrafen. Wo? In der Dunya. Warum? Weil er möchte dich reinigen von den Sünden. Und er sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und wenn Allah aber nichts Gutes mit seinem Diener vorhat, dann wird Allah azza wa jal diese Person mit all seinen Sünden sterben lassen, bis Allah ihn am Tage der Auferstehung richtig bestrafen kann dafür. Und das ist das Problem, liebe Geschwister, dass viele Leute dieses nicht verstehen. Sei froh, wenn Allah dich hier auch bestraft in der Dunya. Das nur deswegen, aufgrund der Sünden, die wir gemacht haben, liebe Geschwister. Denn Allah Azza wa Jal, er ist gerecht. Und wenn du bestraft wirst, das sollte dich freuen. Und du solltest wissen, Allah, er möchte damit deine Sünden reinigen. Aber wenn Allah dich lässt mit deinen Sünden, dann sei dir sicher, Allah möchte nicht das Gute für dich. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. Wahrlich, die Strafe in der Dunya ist leichter als die Strafe in der Akhira. Die Strafe in der Dunya ist leichter als die Strafe in der Akhira. Und wir sehen das. Allah bestraft nicht jeden. Es gibt Diener, Allah liebt sie nicht und er lässt sie tun, was sie wollen, liebe Geschwister. Manche verkaufen Drogen, manche trinken Alkohol, manche machen die gesamte Zeit Zina, sitzen zusammen, hören Musik. Allah bestraft sie nicht sofort. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte diese Leute aufheben mit ihren gesamten Sünden bis Yawmul Qiyamah. Und was denken diese armen Leute? Wenn Allah mich nicht bestraft, dann liebt er mich. Dieser Hadith, Wallahi, sagt was ganz anderes gegen diese Leute. Er betet nicht, er fastet nicht, er gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala nicht und zudem sagt er noch, Allah liebt mich. Wo sollen die Liebe herkommen? Das sind die Leute, die sich selber betrogen haben, liebe Geschwister. Dann kommen wir zur dritten Rangstufe. Subhanallah, es gibt noch eine dritte Rangstufe? Ja, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Person geprüft hat. Diese Person war standhaft, ein Gläubiger. Nachdem er ihn geprüft hat, Allah subhanahu wa ta'ala, prüft er ihn weiter. Warum? Was haben wir gesagt? Damit er ihn reinigt von den Sünden. Es kann sein, dass er auch jetzt gereinigt wurde von den Sünden und trotzdem prüft Allah ihn weiter. Warum? Das Ziel ist, damit er ihn um Rangstufen im Paradies erhöht. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنْزِلَ. Wahrlich, ein Mensch hat bei Allah eine Stellung, eine gewisse Stellung im Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt weiter, فَمَا يَبْلَغُهَا بِعَمَلٍ. Er erreicht diese Stufe nicht mit seiner Tat. فَمَا يَزَالُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا إِيَا. So wird Allah diese Person so lange mit etwas prüfen, was die Person nicht mag, bis diese Person die höchsten Stufen im Paradies erreicht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Erste Stufe, Allah prüft dich. Wenn du standhaft bist, dann reinigt Allah dich von deinen Sünden. Wenn du weiterhin standhaft bist, dann prüft Allah dich weiter, damit du was erreichst? Die höchsten Stufen im Paradies, liebe Geschwister. Und ich möchte hier zu euch die Geschichte von Ayyub alaihi salam erzählen, damit wir auch verstehen, wer sind Leute, die kein Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala haben. Was haben diese Leute mit Ayyub alaihi salam gemacht? Ayyub
alayhi salatu wassalam. Er war einer, den Allah subhanahu wa ta'ala viele Gnaden gegeben hat. Allah hat ihm viel Geld gegeben und er hat alle Arten von Vermögen besessen. Er hatte Gold, er hatte Silber, er hatte Vieh, er hatte Land. Allah, er war gnädig zu ihm, liebe Geschwister. Und Ayyub alayhi salam hat eine prächtige, große Familie gehabt. Viele Kinder hat er gehabt. Und Ayyub alayhi salam, er hat sich der Gesundheit, alhamdulillah, erfreut. Eines Tages hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen gesamten Besitz genommen. Ayyub hat nicht mal mehr etwas zum Essen besessen. Allah, er ändert die Situation zu Situation. Er ist dazu in der Lage, subhanahu wa ta'ala. Eines Tages verlor Ayyub alayhi salam sein gesamtes Vermögen. War das die gesamte Prüfung? Nein. Ein Kind nach dem anderen starb von Ayyub alayhi salam, bis alle seine Kinder gestorben sind. Er hat kein einziges Kind mehr gehabt. Und als das noch passiert ist, hat Allah aufgehört, ihn zu prüfen? Nein! Obwohl Ayyub geduldig war, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn eine Krankheit entsandt. Sie ist 18 Jahre geblieben. Aber walayadu billah, nicht wie manche Tafsir-Kommentatoren schreiben im Koran, dass Ayyub alayhi salam aus seinem Körper kamen Würmer heraus und er hat sie gegessen, möge Allah uns bewahren. Denn ein Prophet musste zu den Menschen gehen und ein Prophet musste etwas Angenehmes in seiner Erscheinung sein, damit die Menschen auch von ihm akzeptieren. Aber diese Wörter können wir nicht annehmen, liebe Geschwister. Ayyub alayhi salam wurde geprüft. Schaut mal, sogar gab es dann Leute, die die gesamte Zeit mit Ayyub alayhi salam geblieben sind, standhaft waren und geduldig waren. Und ihr wisst, wenn einer krank ist, dann besucht man ihn die erste Woche, zweite Woche, vielleicht einen Monat, aber irgendwann reicht es ein. Dann sagt man, entweder wirst du jetzt gesund oder ich werde dich nicht mehr angucken. Das ist so bei den Leuten, subhanallah. Aber Ayyub alayhi salam war nicht 2 Monate krank oder 10 Monate oder 10 Jahre. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn 18 Jahre lang krank gemacht. Dann sagte einer von den 2 übrig gebliebenen Freunden von Ayyub, er sagte zum anderen Freund, subhanallah, wallahi, Wörter, die uns Angst machen sollten, er sagte, wallahi, laqad aznaba Ayyub dhanban ma aznabahu ahadun min al-alamin. Bei Allah, Ayyub hat eine Sünde gemacht, die noch nie jemand von den Menschen gemacht hat. Subhanallah al-Azim. Dann sagte der andere, wa ma dha, was soll das für eine Sünde sein? Er sagte, min thamani ashrata sana lam yarhamhu Allah fayakshaf ma bih. Seit 18 Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm keine Barmherzigkeit erwiesen. Das heißt, Allah hat ihn krank gemacht und er hat ihn bestimmt nur krank gemacht, weil er ein schlechter Mensch ist. Subhanallah, sie haben angefangen, über wen schlecht zu denken? Über einen Propheten. Schaut mal, wenn man unwissend ist. Die Menschen, sie denken auf eine Weise, aber die Hikma von Allah, die Weisheit, ist eine ganz andere, liebe Geschwister. Sie haben gedacht, Ayyub hat bestimmt so eine üble Sünde gemacht, dass Allah ihn nur bestrafen konnte dafür. Warum? Weil die unwissenden Menschen denken, eine Prüfung ist gleichzeitig eine Strafe. Und das ist falsch. Das ist falsch, liebe Geschwister. Und sogar die Frau von Ayyub, alayhi salam, sie hat ein schwaches Herz mit der Zeit bekommen. Es waren immerhin 18 Jahre, die sie mit ihm verblieben ist. Dann hat sie eines Tages, wie man erzählt, Wallahu alam, ob das stimmt, sie hat ein Bündel von ihren Haaren verkauft und es wird erzählt, dass sie wunderschönes Haar hatte. So hat sie viel Geld dafür bekommen und konnte an diesem Tag ein wunderschönes Essen vorbereiten. Ayyub alayhi salam, er hat gefragt, wo kommt das Essen her? Denn er wusste, das ist nicht normal, wir haben kein Geld. Wo soll dieses Essen herkommen? Dann hat sie ihm erzählt, dass sie ein Bündel von ihrem Haar verkauft hat. Als er das gehört hat und dass die beiden schwach geworden sind, die beiden letzten Freunde, erst dann hat Ayyub Dua gemacht. Nicht mal für sich, weil er gesehen hat, die Herzen um ihn herum sind schwach geworden. Dann sagte er zu Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ayyub, idh nada rabba, anni massaniya, ad-dur, wa anta arhamur rahimin. Ja, mein Rabb, mein Herr, mir hat wahrlich, mir ist Schaden zugefügt worden. Ich habe ein Übel. Und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Hat Ayyub Allah gebeten, dass er ihn gesund macht? Antwort? Nein. Er hat nur gesagt, ja Allah, mich hat Schaden befallen. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Er hat es nicht übers Herz gebracht, weil Ayyub alayhi salam
als ob er sagen wollte, ja Allah, die gesamten Jahre war ich gesund, soll ich dich jetzt anbetteln wegen 18 Jahre? Die gesamten Jahre hast du mir Gesundheit gegeben, soll ich jetzt unzufrieden sein wegen den paar Jahren, in denen du mich prüfst? Allahu Akbar. Als Allah subhanahu wa ta'ala dieses Dua von Ayyub gehört hat, dann sagt Allah uns im Koran, und diese Worte werden für immer stehen, inna wajadnahu sabira. Wir haben ihn als einen geduldigen Diener vorgefunden. Ein Zeugnis von Allah. Ni'ma al-abd. Was für ein vortrefflicher Diener. Wer hat ihm das Lob gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu awwab. Er hat sich immer, Ayyub alayhi salam, stets Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt. Und jetzt kommt das Ergebnis dafür, dass Ayyub alayhi salam Sabr gezeigt hat, Geduld gezeigt hat. Fastajabna lah. So haben wir sein Bittgebet erhört. Fakashafna ma bih min dur. So haben wir das, was ihn an Übel getroffen hat, wir haben dieses weggehen lassen. Wir haben dieses von ihm hinweggenommen. Wa atainahu ahla wa mithlahum ma'ahu. Und wir haben ihn, seine Familie und dasselbe wiedergegeben. Das heißt, Ayyub alayhi salam, wie es in einer Überlieferung heißt, liebe Geschwister, Ayyub a.s. sollte einmal mit seinem Fuß schlagen auf der Erde. So heißt es im Koran. Er sollte mit seinem Fuß auf der Erde schlagen. Als Ayyub a.s. das gemacht hat, so hat Allah subhanahu wa ta'ala es regnen lassen auf Ayyub a.s. Goldstückchen. Goldstückchen. Und die Krankheit ist von Ayyub entschwunden, als ob sie nie da gewesen ist. Und Allah hat ihm nochmal eine wunderschöne, prächtige Familie gegeben. Sabr, Geduld, Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber schaut, diese Unwissenden, die um ihn herum waren, sie haben gesagt, Ayyub ist bestimmt ein Sünder, ansonsten würde Allah das nicht mit ihm machen. Das sind diejenigen, die leider das nicht verstehen, liebe Geschwister. Und ich möchte beenden, indem ich mit meinen Brüdern und Schwestern auch über die Vorteile der Prüfung rede. Über die Vorteile der Prüfung. Welchen Vorteil haben wir, wenn wir geprüft werden? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inna idham al-jaza ma'idham al-bala. Wahrlich, die Höhe der Bestrafung entspricht die Höhe der Belohnung. So stark wie du bestraft wurdest, so stark wie du geprüft wurdest, wirst du auch von Allah belohnt. So stark wie deine Prüfung war, so groß wird auch deine Belohnung sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter: "Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum." Und wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er es. Allahu Akbar. Hat Allah gesagt, er wird die Kuffar streng prüfen oder die Sünder streng prüfen? Nein, wen wird Allah am meisten prüfen? Diejenigen, die er liebt. Verstehe das endlich, lieber Bruder und liebe Schwester. Je stärker du geprüft wirst, umso mehr Lohn will Allah subhanahu wa ta'ala dir geben. Ey Allah, das musst du verstehen. Und noch eine schöne Botschaft. Wenn du nicht diesen Glauben besessen hättest, würde Allah dich nicht so stark prüfen. Sehen wir nicht, dass manche Leute stärker geprüft werden als andere? Ey Allah, kennt ihr das Gefängnis Guantanamo? Da sitzen Brüder von uns, unschuldig, aber schaut, was mit ihnen gemacht wird. Im Gefängnis Abu Ghraib, im Irak, aber das sind ja nur Muslime, deswegen redet man nicht so viel. Einfach unterm Tisch kehren, Muslime. Was haben sie schon in dieser Gesellschaft für einen Wert? Da hat man gesehen, was man in den Gefängnissen mit diesen Leuten gemacht hat. Kennt ihr noch alle die Bilder? Na, wir kennen sie alle noch. Subhanallah al-Azim. Diese Leute, je härter sie bestraft werden, umso größer ist ihre Belohnung. Und Allah prüft keine Seele mit etwas, was die Person nicht aushält. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Mit anderen Worten, jede Prüfung, mit der Allah dich prüft, du kannst sie bestehen. Mit was? Mit einer Portion Aufrichtigkeit. Sagt man, es gibt doch Leute, die fallen durch, ja, weil sie nicht aufrichtig sind. Hier hast du deine Antwort. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Vorteilen der Prüfung, er sagte, inna ummati ummatun marhuma laysa alaiha fil akhirati hisab wa la adab. إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. الله أكبر. Meine Umma ist eine Umma, die Barmherzigkeit bekommt. Möge Allah uns Barmherzigkeit geben. Das steht fest. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, liebe Geschwister. Sie wird keine Abrechnung am Tage der Auferstehung überkommen. Diese Umma wird nicht abgerechnet am Tage der Auferstehung. Und sie wird nicht bestraft werden. Denn die Strafe dieser Umma liegt schon in dieser Dunya mit dem Mord, mit den Erdbeben und mit den Versuchungen auf dieser Welt.
Allah möchte dich reinigen, so dass du vor ihm stehst und er dich nicht abbricht. Allahu Akbar. Und so sehen wir das. Manchmal in einem islamischen Land herrscht der Hunger. Die Leute haben nichts zu essen. Und zu dem Hunger kommt noch ein Krieg. Habt ihr das nicht auch gesehen in den Ländern? Es kommt noch ein Krieg und zu dem Krieg passiert noch ein Erdbeben. Allah möchte diese Leute in dieser Dunya schon prüfen, damit, wenn sie vor ihm stehen, er ihnen einfach nur den Eintritt in das Paradies gewährt. Möge Allah uns unter den Paradiesbewohnern schreiben. Schaut mal, Wallahi, wenn wir dieses alles nicht kennen würden, wie schlecht unsere Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala wäre, liebe Geschwister. Und wir sehen das. Und letztens auch der Gaza-Krieg. Möge Allah azza wa jal die Leute in Gaza, möge Allah ihnen Geduld geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Stärke in ihren Herzen geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Verbrecher auf dieser Welt, möge Allah azza wa jal sie vernichten, wie sie auch die Gläubigen vernichtet haben. Wir sehen das, dass Allah subhanahu wa ta'ala es zulässt. Und wir haben das mittlerweile gelernt, liebe Geschwister. Ich hoffe, man versteht jetzt die Worte, die wir sagen. Allah lässt das zu, dass Bomben fallen. Von irgendwo, vom Himmel herab. Und wir sehen zerstörte Häuser. Wir sehen zerstörte Häuser. Und wir weinen. Und unser Herz ist traurig. Und wir sagen, subhanallah, yani, wann kommt endlich der Sieg? Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Allah, er möchte wissen, wer von uns die Gläubigen sind. Und unter den Gläubigen wird Allah Leute auserwählen, die Shuhada sind, die als Märtyrer sterben. Allah wählt sie aus, dass sie als Märtyrer sterben. Bomben fallen über die Häuser von Gaza, die Leute sterben als Shuhada. Allah hat ausgesucht, dass sie als Shuhada sterben. Allahu Akbar. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء Allah möchte euch als Shuhada nehmen. Ob du willst oder nicht, du wirst ein Shahid. Allahu Akbar. Er ist als Shahid gestorben, damit er danach ein neues Leben anfangen kann. Er ist gestorben, damit er danach nie wieder stirbt. Allahu Akbar. Er ist gestorben, damit er danach nie wieder stirbt. Und manchmal sehen wir diese grauenvollen Bilder. Subhanallah, ein Bein ist da. Ein Arm ist da, die Person ist total zerbombt worden. Und wir sagen, welche Qualen muss dieser Shahid, muss dieser Märtyrer nur ausgehalten haben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَلَمِ الْقَرْسَ Ein Shahid, ein Märtyrer, er verspürt von dem, womit er getroffen wurde, nichts außer einen kleinen Stich. Du siehst ihn zerbombt, aber er hat dabei was nur gespürt? Einen kleinen Stich. Allah ist in der Lage, das zu machen. Subhanallah. Siehst du nicht manchmal einen Autounfall? Das Auto sieht aus wie eine Thunfischdose. Es ist total eingeknickt. Aber dann kommt einer ganz normal heraus und er hat nicht mal eine Schramme. Habt ihr das nicht mal gesehen? Allah kann machen, was er will. Liebe Geschwister, dass wir diese Bilder sehen. Wir denken mit unseren Köpfen, weil wir Allahs Religion nicht verstehen. Aber der Prophet sallam sagte uns, diese Shuhada, diese Märtyrer, schaut mal, ihn hat nichts anderes getroffen als Schaden, als ein kleiner Mückenstich. Allahu Akbar. Und wir beenden, liebe Geschwister, und ihr sagt, wann geht der endlich, dieser Araber? Jedes Mal macht er im Zimmer die Sache so lang. Wir beenden, indem wir den Unterschied jetzt erkennen wollen zwischen Strafe und Prüfung. Möchtet ihr oder wir beenden, inshallah? Was ist der Unterschied? Ich hätte sowieso weitergemacht. Was ist der Unterschied zwischen einer Strafe und einer Prüfung? Erstmal müssen wir wissen, wenn Allah uns bestraft, dann nur wegen unseren Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Was euch auch immer an Strafe trifft, was auch immer euch an Schlechtem, an Unglück passiert, es ist aufgrund eurer Sünden und Allah hat euch doch vieles verziehen. Bestraft Allah uns für alles? Nein. Und Allah hat euch vieles verziehen. Das heißt, Allah, er bestraft uns nicht für alles. Hört mal die andere Ayah, wenn Allah uns für alles bestrafen würde. Er sagt uns, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا Min dabba. Würde Allah sie für das zur Rechenschaft ziehen, was ihre Sünden auch an Wert gehabt haben, so würde Allah kein Lebewesen mehr auf dieser Welt lassen. Allah hätte alles vernichtet auf dieser Welt, wenn er uns für unsere Sünden bestrafen würde, liebe Geschwister. Das bedeutet,
Du kannst jetzt wissen, ob es eine Strafe oder ob es, hä? Was haben wir gesagt, was das andere? Eine Prüfung war durch Folgendes. Wenn du eine Sünde gemacht hast und aufgrund dieser Sünde hast du eine Krankheit bekommen, zum Beispiel, aufgrund dieser Sünde hat Allah subhanahu wa ta'ala dich bestraft, dann ist das eine Strafe, sei dir sicher. Eine Person hat viel Alkohol getrunken, danach hat er einen Leberschaden. Woher hat er diesen Leberschaden? Von seinem Gluck-Gluck-Raki-Abend. Ihr wisst, möge Allah uns bewahren. Weil er dieses gemacht hat, hat Allah ihn dafür was bestraft. Und in der Strafe liegt trotzdem eine Barmherzigkeit. Wir haben den Hadith vergessen. Hä? Wenn Allah einen Diener liebt, dann beschleunigt er seine in der Dunya. Warum? Damit er ihn nicht. Das heißt, jede Prüfung ist auch gleichzeitig eine Barmherzigkeit von Allah. Jede Strafe ist sogar eine Barmherzigkeit von Allah. Subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Und Allah, er kann dich nur prüfen, indem er dich nicht bestraft. Zum Beispiel, eine Person hat jetzt den Islam angenommen. Und er hat in einem Laden gearbeitet, wo er Alkohol und Schweinefleisch verkauft hat. Möge Allah unsere Muslime aus diesen Läden rausholen. Dann verkauft er Alkohol und Schweinefleisch. Auf einmal Allah gibt ihm Iman in seinem Herzen, Glaube in seinem Herzen. Dann sagt er, A'udhu Billah, ich möchte nicht ein Grund sein, warum diese Menschen sich ins Verderben stürzen. Also werde ich dieses lassen. Er kündigt und kriegt lange Zeit keine Arbeit. Was ist das jetzt, eine Prüfung oder eine Strafe? Eine Prüfung. Eine Person hat Zina gemacht mit einer Frau. Möge Allah die Geschlechtsteile von unseren Mädchen und Jungs bewahren. Eine Person hat Zina gemacht. Danach hat er eine Geschlechtskrankheit bekommen. Frage, was ist das? Eine Strafe. Eine Person, er wollte auswandern in ein anderes Land. Und mitten auf dem Weg hat er sein ganzes Geld verloren. Frage, Prüfung. MashaAllah, ihr habt das verstanden. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisharri wal khayri fitna, wa ilayna turja'un. Jede Seele wird den Tod kosten und wir werden euch mit Gutem und mit Schlechtem prüfen. Wenn du viel Geld hast, das ist für dich auch was? Eine Prüfung. Wenn du viele Kinder hast, das ist für dich eine Prüfung. Das ist eine Prüfung für dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er prüft den Diener als eine Art Barmherzigkeit, weil Allah für dich mehr das liebt, als du für dich selber liebst. Allahu Akbar. Und wenn wir geprüft werden, und jetzt ist es wirklich der letzte Satz, wenn wir geprüft werden, so bleiben wir immer in Verbindung mit wem? Denn wie schnell vergisst man doch die Gnaden Allahs. Ein Bruder kam zu mir und er hat mir gesagt, Subhanallah Ahmed, Allah hat mir an einem Tag so viel Rizq gegeben, ich konnte nicht mal schlafen. Wallahi, der hat mir Sorgen gemacht. Er hat mir gesagt, ich konnte nicht mal schlafen. Das bedeutet mehr als 10 Euro, oder? Was denkt ihr? Ja, können wir schon davon ausgehen. Ich konnte nicht mal mehr schlafen. Dann habe ich gesagt, Subhanallah, Inshallah zeigt ihm Allah eine Möglichkeit, dass er immer noch seinen Herrn richtig anbetet. Ein paar Tage später hat er so eine extremen Rückenschmerzen bekommen, er konnte sich nicht mal mehr bewegen. Ich habe gesagt, Alhamdulillah. Wisst ihr warum? So bleibt die Verbindung zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala. Denn durch etwas Geld können wir schnell unsere Herzen, ne, drehen. Möge Allah azza wa jal mich und euch reichlich belohnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen zusammenführen. Möge Allah uns Wissen geben, mit dem wir Allahs Gesetze verstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die Namen Allahs lernen und danach leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung ohne Abrechnung in das Paradies eingehen lassen. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.